Like innerhalb von 5 Sekunden dieses Video, wenn du gehypt bist auf die Fortnite Season 10 und trage auch gerne meinen Creator-Code ein für weitere coole Gewinnspiele. In einer Woche startet die Fortnite Season 10 mit einem neuen Battle Pass, mit einer neuen Map und mehr. In dem heutigen Video gibt es neue Informationen, Leaks und Theorien, die du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Daher bleibe jetzt unbedingt dran und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße dich zu einem weiteren Fortnite Season 10 Video hier auf meinem Kanal. In einer Woche ist es soweit. Die Fortnite Season 10 startet am 1. August und somit eine Woche später wie eigentlich geplant. Und in dem heutigen Video gibt es wieder neue Informationen, Leaks und unglaubliche Theorien, die ich dir ganz gerne mitteilen möchte. Aus dem Grund lohnt es sich heute auf jeden Fall für dich dran zu bleiben und ich empfehle dir auf jeden Fall dieses Video hier bis zum Ende zu schauen, damit du auf jeden Fall jede Information und jeden Leak mitnimmst. Bevor wir jetzt aber an der Stelle starten, gibt es erstmal die Gewinnspielauflösung von meinem letzten Fortnite Season 10 Video, wo ich ja wieder 25 Euro verlost hatte an einen von euch. Und zwar hat dieses Gewinnspiel der Österreich TV gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit deinen 25 Euro. Nun an der Stelle ist natürlich auch sein Kommentar hier eingeblendet und ich würde sagen, wir starten direkt das nächste Gewinnspiel. Im letzten Video hatte ich gesagt, bei 2000 Likes gibt es ein 50 Euro Gewinnspiel und ihr habt die 2000 Likes einfach mal übertroffen mit 4000 Likes. Großes Dankeschön auf jeden Fall dafür und ich habe eben gesagt, bei 2000 Likes gibt es ein 50 Euro Gewinnspiel, aus dem Grund starte ich jetzt hier das 50 Euro Gewinnspiel. Wenn du jetzt die 50 Euro gewinnen möchtest, dann lass jetzt auf diesem Video einen Like da, abonniere kostenlos unter diesem Video meinen Kanal, wir stehen kurz vor den 200.000 Abonnenten, daher wäre das auf jeden Fall richtig cool. Außerdem kannst du natürlich rechts daneben die Glocke aktivieren, um auf gar keinen Fall mehr irgendwelche Season 10 Informationen zu verpassen. Dann weißt du auf jeden Fall alles immer vor deinen Freunden und kannst ihnen dann die Informationen mitteilen und stehst dann quasi cool da. Ist auch eine richtig coole Sache, daher aktiviere auf jeden Fall die Glocke und schreibe jetzt Hashtag Season 10 in die Kommentare mit deinem Instagram, Snapchat oder Twitter-Namen. Dann kann ich dich direkt kontaktieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall an der Stelle ganz viel Glück und eventuell bist du der glückliche Gewinner von 50 Euro. Im nächsten Season 10 Video wird das Ganze dann aufgelöst und der Gewinner wieder eingeblendet. Nun starten wir aber auch schon mit den neuen Informationen zur Fortnite Season 10. Erstmal anhand des Battle Passes von der Season 9 können wir erkennen, dass eben in einer Woche, in 7 Tagen genau, die Fortnite Season 10 startet. Und somit ist das dann eben der Donnerstag in einer Woche, da eben heute auch Donnerstag ist. Und in der Vergangenheit sind die anderen Seasons auch meistens am Donnerstag gestartet, außer es gab irgendwie mal Ausnahmen, wie bei der Season 4 oder bei der Season 3 zum Beispiel. Da war es, meine ich, auch mal der Dienstag. Auf jeden Fall, die anderen Seasons sind eigentlich immer am Donnerstag gestartet. Und so wird es halt eben auch dieses Mal sein. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf den 1. August nächste Woche Donnerstag. Ich denke mal, ihr freut euch auf jeden Fall auch. Soweit auf jeden Fall alles zum Start der Fortnite Season 10. Bevor wir jetzt richtig loslegen mit den Informationen, habe ich noch eine kleine Sache. Und zwar bei 3000 Likes gibt es im nächsten Season 10 Video wieder ein 50 Euro Gewinnspiel. Also lass jetzt unbedingt, wenn du noch kein Like da gelassen hast, auf jeden Fall ein Like da und teile dieses Video mit all deinen Freunden, denn die interessieren sich, denke ich mal, auch für die Fortnite Season 10. Also teile dieses Video, der Teil-Button ist auch unter diesem Video. Dann kannst du dieses Video direkt in deine WhatsApp-Gruppen, Instagram-Gruppen teilen, würde mich auf jeden Fall freuen. Nun starten wir aber wirklich mit den ersten Fortnite Season 10 Informationen und Leaks. Es geht jetzt erstmal nochmal um das Fortnite Live-Event, welches wir jetzt letzten Samstag hatten. Und zwar eben den Kampf zwischen dem Katus-Monster und dem Doggus-Roboter. Da haben wir alle drauf gewartet, der Count und tickte und wir haben einfach nur noch auf diesen Kampf und das Live-Event gewartet. Am Samstag war es dann soweit, wir haben den Kampf zwischen dem Katus-Monster und dem Doggus-Roboter erhalten und auf jeden Fall war das auch ein richtig cooles Live-Event. Mich persönlich hat halt eben nur gestört, dass die Map dabei nicht zerstört wurde. Ich hatte eigentlich gedacht, dass so wie quasi bei dem Vulkanausbruch die Map zerstört wird und in der Season 10 wird die Map dann wieder neu aufgebaut. Das war eigentlich so meine Theorie, dem ist jetzt nicht so gewesen, aber es wurde doch einiges auf der Map verändert. Und zwar zum Beispiel haben wir neben Salty Springs das ganz große Skelett erhalten von dem Katus-Monster. Denn der Doggus-Roboter hat ja den Kampf gewonnen. Erst sah es nicht danach aus, weil der Doggus-Roboter eben seinen Arm verloren hatte. Aber dann zog der Doggus-Roboter eben das Riesenschwert aus Neo Tilted und machte damit dann das Monster platt. Dieses Skelett wird langsam älter und man kann eben erkennen, dass eben so ein paar
grüne Sachen eben daran wachsen. Was genau, das ist keine Ahnung. Wenn du eine Idee hast, schreib es doch mal in die Kommentare. Auf jeden Fall sieht man daran eben, dass das Ganze schon etwas länger liegt. Es ist genauso, wenn man eben draußen irgendwas hinlegt, dann wird das Ganze auch irgendwann dreckig. Und so halt eben auch bei dem Skelett. Das heißt, da passiert auf jeden Fall was und mit dem Skelett wird, denke ich, auch noch etwas passieren. Denn das Schwert steckt ja auch immer noch im Kopf eben drin von dem Kratos-Monster. Auf jeden Fall hat der Roboter ja dann eben in den Loot Lake gegriffen, mitten im Kampf, und dann erschien ja diese große Kugel, die so ein bisschen so aussieht wie eine Stromkugel. Und diese kuriose, komische Stromkugel lädt sich jetzt von Tag zu Tag immer weiter auf. Und zwar habe ich hier einmal ein Bild von Tag 1, wo die Kugel gerade erschienen war und noch recht frisch war. Dann bei Tag 2 erkennen wir auf jeden Fall, dass da schon so ein paar mehr Risse drin sind und die sich etwas weiter aufgeladen hat. Bei Tag 3 sehen wir dann noch mehr Risse und noch mehr helles Licht und bei Tag 4 leuchtet das dann schon wirklich extrem. Wir haben noch mehr Risse und wir haben noch mehr Energie in dieser Kugel, was ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant finde, und bei Tag 5 erkennen wir dann sogar noch sowas Bläuliches drin und eben noch mehr Energie und noch mehr Risse. Also lädt die Kugel sich wirklich von Tag zu Tag auf. Übrigens, großes Dankeschön an Fortory, der das Ganze hier mal wieder so gepostet hat. Wirklich ein cooler Typ, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dass die Kugel sich nun auflädt, ist natürlich kein Zufall. Mit der Kugel wird auf jeden Fall irgendwas passieren. Und was genau, das werden wir wahrscheinlich erst dann nächste Woche erfahren. Dennoch gibt es jetzt natürlich schon einige coole Theorien, die ich euch natürlich mitteilen möchte. Vorher aber geht es nun noch einmal um den Epic Games Mitarbeiter Donald Master, den er eigentlich mittlerweile nun wirklich jeder kennen sollte. Da er hin und wieder seinen Banner ändert, er postet kuriose Sachen und vor allem ändert er eben seinen Standort. Und mit den verschiedenen Änderungen gibt er uns halt eben Tipps und weist uns quasi eben auf das nächste Ereignis von Fortnite hin. Und nun hat er eben seinen Banner zur Kugel geändert. Also wir erkennen auf seinem Banner tatsächlich eben diese komische Stromkugel und somit möchte er uns auf jeden Fall schon mal auf die Stromkugel hinweisen. Außerdem hat er auch seinen Standort geändert, dieses Mal zu The Zero Point, also eben zum der Nullpunkt. Damit meint er sehr wahrscheinlich die Kugel, kann ich mir vorstellen. Wenn du irgendwie eine andere Idee hast, dann schreib es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wie gesagt, lese ich mir wirklich alle Kommentare durch. Ich versuche auch immer jedem ein Herz zu geben, doch teilweise sind es wirklich extrem viele Kommentare, aber ich bin euch echt extrem dankbar für eure Theorien. Generell werde ich auch nochmal so ein Season 10 Video machen, wo ich auf eure Theorien eingehe. Daher schreibt gerne mal eure Theorien in die Kommentare. Auf jeden Fall ist eine Theorie nun eben, dass die Kugel ein Portal ist, wie damals zum Beispiel die Risse aus der Fortnite Season 5. Der ein oder andere von euch hat bestimmt ja schon die Fortnite Season 5 miterlebt und kennt auf jeden Fall dann die Risse, die da erschienen sind, ja, durch die Rakete dann in der Season 4, wo der Besucher dann mit der Rakete abhauen wollte, dann sind diese Risse entstanden und dann kam auf einmal eben andere Sachen aus der Wüste in die normale Fortnite-Karte, war richtig, richtig cool. Und auf einmal war dann auch der Dörrburger weg bei Greasy Grove, was auch richtig lustig war, der ist dann einfach in dem echten Kalifornien in der Wüste aufgetaucht. Da hat Fortnite sich wirklich was Cooles überlegt, fand ich richtig cool. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen eben, dass diese Kugel wieder ein Portal ist, so wie die Risse damals. Somit wird die Kugel sehr wahrscheinlich der Übergang zur Season 10 am 1. August, also nächste Woche. Es wird davon ausgegangen, dass die Kugel zur Season 10 explodieren wird und wir dann in eine andere Welt teleportiert werden, da eben dann sozusagen diese Kugel dann explodiert und alles, was eben quasi auf der Fortnite-Karte ist, also auch wir, wird dann eben mitgerissen in eine neue Welt. Viele gehen ja davon aus, dass wir eben in der Season 10 auf einem Mond spielen werden, was natürlich auch sein kann, also im Prinzip, dass wir dann mit dieser Kugel auf einmal auf den Mond teleportiert werden. Ob das wirklich so sein wird, das werden wir nächste Woche erfahren. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt und mega gespannt. Auf jeden Fall, wenn die Kugel wirklich ein Portal sein sollte und sie explodieren sollte und wir tatsächlich in eine andere Welt teleportiert werden, dann erhalten wir natürlich auch eine neue Fortnite-Karte, wofür es natürlich mittlerweile wirklich mal an der Zeit wäre. Seit der Season 1 an haben wir jetzt immer schon diese eine Fortnite-Karte. Es gab immer nur verschiedene Map-Änderungen, aber wir haben nie eine komplett neue Fortnite-Karte erhalten. Finde ich wirklich schade, denn wenn man sich zum Beispiel mal so Spiele wie PlayerUnknown's Battlegrounds anschaut, das ja wirklich mittlerweile schon 4 verschiedene Karten hat und nicht so einen extrem Hype feiert wie Fortnite, finde ich auf jeden Fall, da kann Fortnite noch etwas nachlegen. Die Season 10 wird ja auch eine ganz besondere Season, denn wenn man sich so mal die Zahl 10 vor Augen hält, dann merkt man auf jeden Fall, die 10 ist eine coole, runde Zahl
und auch so eine kleine Special-Zahl. Und ich denke halt eben, dass Epic Games auch diese Zahl irgendwie feiern möchte. Genauso ist es eben so, dass ja jetzt eben der Geburtstag von Fortnite heute anfängt, was ja auch ein cooles Event ist, und somit sollten sie da auf jeden Fall was richtig Cooles für uns vorbereiten für die Fortnite Season 10. Dafür wäre eine neue Fortnite-Karte natürlich am geeignetsten, denn seit der Season 9 hat Fortnite auch die niedrigsten Spielerzahlen überhaupt und deshalb müssen sie eigentlich auch schon irgendwas Krasses bringen, damit die Spielerzahlen irgendwie wieder hochgehen und sie den Hype langsam aufrechterhalten. Denn ansonsten könnte ich mir wirklich vorstellen, dass wenn irgendwann nochmal jetzt in der nächsten Zeit ein neues Spiel auf den Markt kommt, was wirklich extrem gut ist, dass Fortnite dann quasi abgelöst wird von irgendeinem anderen neuen Spiel. Schreib mir dazu auf jeden Fall gerne mal deine Theorie in die Kommentare. Sag auf jeden Fall gerne mal, was du dazu sagst. So denkst du auch, okay, das könnte auf jeden Fall ein Portal sein und diese Kugel wird explodieren, oder siehst du das Ganze anders? Schreib es mir in die Kommentare und wir machen jetzt weiter mit der nächsten Theorie. Und zwar ist eine weitere Season 10 Map Theorie, dass wir in der Fortnite Season 10 jede Fortnite Karte von Season 1 an nochmal spielen und sich jede Woche in der Season 10 die Map dann updatet sozusagen. Also wir spielen dann quasi in der Season 10 Woche 1 die Fortnite Season 1 Map, in der Season 10 Woche 2 dann die Season 2 Map und dann halt eben in der Season 10 Woche 3 die Season 3 Map und immer so weiter. Würde ich auch richtig geil finden, denn ich fand die Fortnite Season 1 Karte extrem cool. Ich meine, die Season 2 Map war auch schon richtig, richtig cool. So, dann wurde es ja langsam immer realistischer quasi mit Season 3, Season 4, Season 5 und irgendwann kam dann Season 6, 7 und 8 und 9, wo dann sich die komplette Karte verändert hat. Aber in der Season 1 hatten wir noch so diesen Comic-Stil, den ich wirklich mega gefeiert habe. Doch mit der Zeit irgendwie durch den ganzen Hype hat Fortnite das Ganze irgendwie geändert, was ich echt schade finde, weil das war für mich so der Grund, warum ich überhaupt Fortnite spielen wollte. Es war so dieser Comic-Look, den ich richtig cool fand. Leider haben sie diesen Look nicht beibehalten, finde ich extrem schade. Deshalb würde ich mich auf jeden Fall freuen, die Season 1 Map nochmal zu spielen. Die Theorie ist allerdings sehr unwahrscheinlich, eben weil Epic Games dann jede Woche ein riesen Update bringen müsste mit einer neuen Fortnite-Karte. Das wären wirklich mega viele Gigabyte, die man dann quasi runterladen müsste, nur damit man eben eine andere Map spielen kann. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Epic Games sich dafür die Arbeit macht. Dennoch ist es auf jeden Fall eine richtig coole Sache, die mich auf jeden Fall wirklich freuen würde, wenn die das so einbringen würden. Denn somit hätten wir in der Fortnite Season 10 immer Abwechslung bezüglich der Fortnite-Karte und müssten nicht immer auf derselben Karte spielen. Was sagst du jetzt dazu? Schreib es mir wieder auch zu dieser Theorie in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und ich lese mir wie gesagt alles durch. Nun mit der Season 10 erhalten wir selbstverständlich wieder einen neuen Battle Pass, auf den man sich auf jeden Fall freuen kann. In dem Battle Pass werden wieder viele coole neue Skins, Lackierungen, Hängegleiter und mehr vorhanden sein, so wie wir es auch natürlich aus den vergangenen Battle Passen kennen. Und wie auch in der Vergangenheit wird der Battle Pass für 950 V-Bucks erhältlich sein oder eben 2800 V-Bucks, je nachdem wie viel Geld man denn ausgeben möchte. Und für einige Fortnite-Spieler wird der Season 10 Battle Pass sogar kostenlos sein. Ja, wer hätte es gedacht? Viele gingen ja auch davon aus, dass die Verlängerungsherausforderungen wieder mit sich bringen, dass der Season 10 Battle Pass kostenlos sein wird. Leider ist dem nicht so, sondern wir haben eben nur 3 gratis Skin-Varianten erhalten und eben ziemlich viel XP und noch ein paar andere kleine Dinge. Aber dennoch auf jeden Fall cool, dass wir ein paar Verlängerungsherausforderungen erhalten haben, da ja die Fortnite Season 9 auch eben um eine Woche verlängert wurde. Auf jeden Fall wird der Season 10 Battle Pass wirklich für einige kostenlos sein, denn vor einiger Zeit postete Epic Games einen Blogbeitrag auf ihrer Seite, wo sie geschrieben haben, das Fortnite World Cup Finale findet am 26. bis 28. Juli im Arthur Ashe Stadium des Usta Billie Jean King National Tennis Centers in New York statt. Alle Ticketfans, die an dem dreitägigen Event teilnehmen, erhalten V-Bucks und einen Battle Pass der Season 10. Man muss allerdings eben anwesend sein, um die Gegenstände zu erhalten. Das steht hier extra nochmal in Klammern. Bedeutet also, wenn man zum Fortnite World Cup nach New York fährt, oder besser gesagt fliegt, denke ich mal, und ein Ticket dafür hat, erhält man den Fortnite Season 10 Battle Pass kostenlos und eben auch kostenlose V-Bucks. Natürlich gibt es jetzt wieder die ein oder anderen, die sagen, nein, das ist doch gar nicht kostenlos. Ich meine, ich habe doch die Karte bezahlt, dann ist das nicht kostenlos. Doch, man bekommt es ja kostenlos dazu. Man bezahlt ja die Karte, um eben in New York sich das Ganze anzuschauen, dieses Finale, und nicht, weil man diese kostenlosen V-Bucks ja
jetzt haben möchte oder den Season 10 Battle Pass. Diese beiden Sachen könnte man sich dann auch einfach so kaufen. Daher ist es auf jeden Fall kostenlos dabei, finde ich auch richtig cool. Und somit, falls du jetzt für dich sagst, hey, yo, cool, ey, ich bin dabei am 26., also morgen schon, bis zum 28. in New York bei der Fortnite-WM, bei dem Fortnite World Cup Finale, dann weißt du jetzt auf jeden Fall Bescheid, dass du den Battle Pass für die Season 10 kostenlos erhältst und eben auch kostenlose V-Bucks. Diese Information heute wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen. Wie gesagt, hatten wir hier zwei richtig coole Fortnite Season 10 Theorien für die Fortnite-Karte, die ich auf jeden Fall wirklich interessant fand. Und was sagst du nun dazu? Schreib es mir in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und lese mir, wie gesagt, alles durch, versuche jedem herzugeben. Und an der Stelle, vergiss nicht, bei meinem Gewinnspiel mitzumachen. Du hast die Chance, 50 Euro in diesem Video zu gewinnen. Daher lass auf diesem Video nun einen Like da, natürlich auch, wenn dir dieses Video gefallen hat. Abonniere unter diesem Video kostenlos meinen Kanal. Wir stehen kurz vor den 200.000 Abonnenten. Rechts daneben kannst du auch ganz einfach die Glocke aktivieren mit allen Benachrichtigungen, um nichts zu verpassen und immer alle Informationen vor deinen Freunden zu haben. Jetzt schreibst du einfach noch Hashtag Season 10 in die Kommentare mit deinem Instagram, Snapchat oder Twitter-Namen. Und an der Stelle war es dann auch schon. Du hast jetzt alles gemacht, bist mit im Gewinnspiel dabei. Ich wünsche dir ganz viel Glück und der Gewinner wird, wie gesagt, im nächsten Season 10 Video dann preisgegeben. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen, trage doch gerne auch meinen Creator-Code ein, würde mich auch wirklich unterstützen, damit ich diese Gewinnspiele machen kann. Ich bin raus, dein Reapers, GBO, ciao, ciao.